Okay, wir haben jetzt noch einen Vortrag und zwar erzählt uns der Fabian was über was, was er uns gleich erzählen wird. Ich habe noch nichts gemacht. Jetzt war ein Applaus für Abraham. Achso. Sehr gut. Ja, ich wollte so ein bisschen so eine Art Lightning Talk Serie starten. Das Ganze soll sich Life, the Universe and Everything nennen, weil darum soll es gehen. Everything. Ja. Und zwar habe ich mir gedacht, so Lightning Talks, man kennt das ja, irgendwie Kurzvorträge, maximal 5 bis 10 Minuten. Und es geht um Zeug aus dem Leben, TM, da draußen. Ob das jetzt irgendwas Technisches ist oder nicht Technisches, ist egal, sondern die Idee ist halt, dass ihr irgendwie kurz irgendwas erzählt, was andere Leute interessieren kann oder sie noch nicht wissen, weil ihr irgendwie dauernd damit zu tun habt, aber andere Leute nicht so. Zum Beispiel irgendwie auf der Arbeit oder im Hobbybereich oder so. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie detailliert Expertenwissen breit zu treten in einem langen Vortrag, sondern irgendwie kurz und knapp mal was zu erzählen, dass Leute irgendwie so einen Anhaltspunkt haben. Mit dir kann ich darüber quatschen oder du sagst mir, wo ich hingehen kann und mich informieren, wenn mich das irgendwie interessiert. Einfach so, um mal kurz was zu berichten, was andere Leute irgendwie interessant finden können. Weil jeder hat Wissen, was es zu teilen gilt. Und sharing is caring. Von daher, irgendwie so Sachen wie, keine Ahnung, wie funktioniert eigentlich so ein Transistor? Kann man irgendwie kurz mal schnell erklären, ohne da jetzt ein Physikstudium absolviert haben zu müssen. Interessiert eigentlich, müsste jeden interessieren. Ich meine, heutzutage basiert das halbe Leben darauf, vor allem von uns. Oder wie funktioniert eigentlich so ein Ostsee? Ja? Steht hinten in der E-Ecke rum, kann man benutzen, aber wie genau funktioniert das eigentlich? Was macht das? Was tut es? Solche Sachen. Oder irgendwie, also das waren jetzt die beiden so technische Beispiele, dann so nicht technische Beispiele, irgendwie das ganze Jura-Gedudel. Kennst du zum Beispiel auch nicht ganz gut auf? Also irgendwie, was gibt es heutzutage für Möglichkeiten, zum Beispiel seine kreativen Werke zu veröffentlichen, ohne irgendwelche altbackenen Wege zu gehen? Was für Lizenzen gibt es, Sachen zu veröffentlichen? Oder was steckt eigentlich hinter so komischen Abkürzungen, die ganze Zeit rumfliegen, wie zum Beispiel SOPA, PIPA und ACTA? Ja, solche kurzen Vorträge, mal eben 5 Minuten, zack, den Leuten so ein bisschen Wissen vermitteln. Ja, ich zum Beispiel weiß Sachen über das hier, da erzähle ich gleich was zu. JPEG-Kompressionsartefakt. Nein, kleiner Scherz, Sicherungsautomaten. Da erzähle ich gleich was zu. Habt aber keine Folien, werde das also an der Tafel machen, die wir auch haben. Ich kann was zu SPSen erzählen, werde ich wohl auch mal tun. Gerade die hier hat so in letzter Zeit so eine berühmte Geschichte. Ich kann was zu Industrieautomatisierung erzählen und was dabei, sagen wir mal, schief gehen kann oder was sich so für Stories ergeben und wie die Medien das dann breittreten und irgendwelche komischen Geschichten dazu erzählen. Ich kann euch erzählen, was da hinten in der Ecke für ein Gerät steht, das irgendwie Sachen kaputt brennt und zerschneiden kann und wie das funktioniert. Oder will ich erklären? Weiß ich selber noch nicht so genau, aber ich werde es euch erklären. Ich habe einen Tauchschein. Ich weiß irgendwie, wie man unter Wasser atmen kann. Kann ich auch was zu erzählen. Werde ich auch irgendwann tun. Ich habe mal irgendwie eine Zeit lang Platten gemixt. Richtig schön klassisch, wie sich das gehört mit Vinyl. Kann ich auch erklären, wie das ungefähr funktioniert, was man da eigentlich bei macht. Ich habe so ein Hobby, was mit Geschwindigkeit zu tun hat. Kann ich auch was zu erzählen, werde ich auch machen. Warum man da überhaupt keine Angst haben muss, da einzusteigen und warum es viel sicherer ist, damit zu fahren als mit dem Auto. Pro Kilometer. Pro oder, Kilometer. Oder pro Zeit. Genau. Und jetzt seid ihr dran. Von euch will ich genau sowas haben. Und man muss auch nicht irgendwie groß Folien vorbereiten oder irgendwie langatmig sich da einen Rhetorikkurs machen, sondern wie gesagt, es geht einfach darum, kurz was zu erzählen, was vielleicht Leute interessieren könnte. Und es reicht ja im Prinzip, wenn es eine Person interessiert. Ja.
Das war's schon. Und ich fange dann gleich mit Sicherungsautomaten an. Dankeschön.